So Leute, und ich begrüße euch demnach zum allerersten Let's Play Part von Let's Play Tales of Berseria, was ein bisschen spezieller aufgenommen wird, denn gleichzeitig mache ich hier gerade einen Aufnahmestream und ihr habt demnach auch noch ein paar Leute dabei, die gerade hier live mit mir zuschauen wollen und Opening bitte wiederhol dich nicht nochmal, mach nichts schlimmer als es schon sein könnte. Kann ich irgendwie, ja gut, hier kann ich gerade so alles stehen lassen. So. Also, demnach hier habe ich jetzt auch gerade schon wieder den Faden verloren. Sehr gut schon wieder. Ist auch demnach lustigerweise mein erstes Tales of Let's Play. Normalerweise hätte ich eigentlich sogar viel früher ein Tales of Projekt anfangen können. Habe ich aber bis jetzt noch nie wirklich dazu motivieren gelassen. Wie das, mir würde ich gerne wieder ein Spiel anzutun, was ich eigentlich schon gespielt habe. Und da dachte ich mir gerade, da ja Tales of Berseria gerade neu ist und rausgekommen ist jetzt gerade frisch, auch wenn ich gerade Tag von Release habe, habe ich mir gedacht, machen wir doch gleich daraus ein LP plus Stream. Und ich sehe auch gerade, dass ein paar Leute im Stream dabei sind, deswegen begrüße ich euch sogar schon mal. Vor allem den Fanboy, der mir immer noch nicht geantwortet hat hier. Sehr gut. So, gibt jetzt auch an sich nicht wirklich viel zu erzählen, was ich im Demo-Part halt nicht erwähnt habe. Solltet ihr auf jeden Fall noch vorbeischauen, solltet ihr halt ein bisschen weniger Ahnung haben als jetzt gerade, dann könnt ihr das euch gerade antun. So, ich aber für meinen Teil werde jetzt zusehen, Add-ons lasse ich erstmal aus, weil das hat noch keines gehabt. Starten wir mal direkt mit dem neuen Spiel. Ja, natürlich wieder mit den ganzen Einstellungen. Ich lasse die Schwierigkeit erstmal auf normal, wenn ich merke, dass das Spiel zu einfach wird. Dann mache ich es natürlich höher. Die Untertitel bleiben an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich denke, Hintergrundmusik kann man... Ne, komm, wir lassen einfach alles so stehen. Alles perfekt, alles perfekt. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit dem Spiel und ich bin... bin mal ready. So. すでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。 これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。 私はラフィーのお姉ちゃんで、兄さんの弟子だもん。セリカお姉ちゃん。
あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味と、あの男への憎悪だけだ。 起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。ええー？ 僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ。今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き終わりよ。ああ、一冬分やっておいたよ。だが出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。 なら、私が稼いでくるよ。ウリボワを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その1、作戦は堅実に、対応は柔軟に。分かった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。 So, okay. Dann haben wir natürlich auch wieder die Anleitung. Moment. So, die Anleitung zu den ganzen Control-Einstellungen. Sehr gut. Ich würde gerne noch das Spiel so offen haben. So, jo. Hat sich also nach wie vor nicht verändert. Wir sind in Abaldorf der Sehnsucht. So, ich werde erstmal wieder versuchen, mich hier in das Ganze hineinzugewöhnen. Hier wäre auch unser erstes Menü. Wir sind auf Level 3. Holy moly, statt auf irgendwie Level 1 oder 5 zu sein, sind wir auf Level 3. Sehr gut, sehr gut. Ich würde mich auch gerne erstmal umsehen, was wir eigentlich jetzt so alles ausgerüstet haben. Auf jeden Fall sogar schon eine vorgegebene Combo, die die ganze Zeit irgendwie gleich aussieht. Wobei es an sich ja immer noch andere Skills hier. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen anpassen. Am besten. Ja, komm hier. Und ab hier werde ich den schlitzenden Fuß einsetzen. Und dann den Mondaufgang. So. Ich denke, aber jetzt kann man mich auch mal ein bisschen umsehen. Was haben wir hier so denn alles? Hallo, Luffy! グミ持っていくの忘れないでね。お姉ちゃんすぐ無茶するし。私は大丈夫。それより僕のことは心配しないで、おとなしく寝てるから。ならいいけど。暖かくするのよ。信用ないな。早く行かないと日が暮れちゃうよ。 Okay, so, dann haben wir jetzt anscheinend was alles auf der Karte schon mal abgehakt. Würde mich hier nochmal umsehen. Das ist wahrscheinlich unser Zimmer. Kann ich da rauf? Ich will da raufgehen. Lass mich raufgehen. Holy moly, gefällt mir das hier gerade. So, hier haben wir Kartoffeln erhalten. Und ich würde gerne wieder runtergehen. Boing! Und hallo noch an alle, die gerade noch randomly im Stream reingekommen sind, dessen Namen ich hier noch nicht in Erwähnung gezogen habe. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Gibt es hier nichts noch zu beachten? Nein, falsche Taste. Okay, raus hier. Dann lasst uns hier natürlich auch erstmal das ganze Tutorial durchlesen. Ha!
Was anderes können wir auch nicht. So, eine Minikarte deiner aktuellen Umgebung wird einem Bildschirm oben links angezeigt. Das ist mir auch aufgefallen. Danke der Anweisung. Hinweis des Hinweises. Ich hab schon wieder alles verkackt. Egal. Hier kannst du die Standorte deines nächsten Ziels von Läden und mehr überprüfen. So, die Gebietskarte. Drücke um die Gebietskarte anzuzeigen. Im Gegensatz zur Minikarte, die nur deine aktuelle Umgebung anzeigt, zeigt die Gebietskarte die gesamte Region, in der du dich gerade befindest. Deswegen bin ich nicht runtergescrollt. So, drücke R1, um das aktuelle Ziel deiner Hauptgeschichte oben rechts anzuzeigen. Die Ereignisliste auf der Gebietskarte zeigt zusätzlich die Ziele von den den Fortschritt sowohl in der Hauptgeschichte als auch in den Nebenquests, als auch die Nebenquests an. Uriboa no Kariba to ieba, mura no soto no shizume no mori yo ne, Luffy no kusuri no tame, kiai ire nai to. Hui. So, dann würde ich mich auch gerne ein bisschen umsehen. Oh Gott, gefällt mir das hier gerade. Das Dorf sieht voll süß aus. Dieser Stil hat schon was. Muss ich wirklich sagen. Und wer liegt hier begraben? Kann man das prüfen? Neben der Gedenkstätte von Arthurs und Celicas ungeborenen Kind, ich bin so gut beim Lesen. Kind stehen die Grabsteine von Velvets Eltern und Celica. Auf der kleinen Säule sind folgende Worte eingraviert. Dieses kleine Leben wird seine Flügel ausbreiten und durch die Lüfte fliegen. Kann schon wieder nicht lesen. Ich glaube, hier werden auf jeden Fall ein bisschen Deutschkurs mit mir gemacht, während ich das Spiel hier spiele. Beinwell. So, was haben wir denn auf der Seite? Hier leuchtet auch schon wieder was. Knoblauch! Was hat Knoblauch über den... Ach, egal. Hinterfragt das nicht, Choro. Hinterfragt das nicht. Einfach nicht hinterfragen. Und das Gefühl, ich laufe im Kreis. Kann mich meine Karte einstudieren? Was ist los mit mir? Was ist hier nur los? So, das hinten habe ich schon nachgesehen. Ja, ist das grau. Gut, dann sollte ich aufhören, hier rumzuhängen. Und wir verlassen das Ganze mal. Ja, jage Stachelschweine im Ruhewald. Im Ruhewald. Wo natürlich Unruhe herrscht. So, Pläne fürs Abendessen, das sind, wie gesagt, immer noch Gesprächsereignisse wie aus dem Demo-Part. Das heißt, die werden wir uns natürlich anhören. So, いえばアーサ兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないの？いろいろ物騒で村の仕事にも借り出されてるし疲れてるのかな？よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。 Ich kann mir echt nicht vorstellen, man muss sich so vorstellen, ne? Wir wissen, wie Velvet danach wird. Aber so unschuldig, wie sie jetzt gerade ist, holy moly. Bin echt gespannt, wie sich das Ganze natürlich weiterentwickelt hier. Hallöchen, Dorfbewohnerin. Es wird einfach nicht wärmer, oder? Da stimme ich dir zu, es ist gerade arschkalt bei uns. Und ja, demnach. Die Blätter verfärben sich dieses Jahr schon sehr früh. Was wohl die Ursache von all dem ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage. Mit euch rede ich nicht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit vorerst mal nicht verdient. So. Aber ich werde auf jeden Fall oft in der Karte darauf achten, mit dem Ausrufezeichen-Icon da auf der Karte da anzusprechen. Hallo. 7年前の開門の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。 寒霊化に危機。何より人間が化け物になっちまうゴーマ病の流行だ。まさか人が、たとえでも何でもない本物の怪物に変わるなんて。ゴーマ病、原因も治療法もわからないのよね。ああ、はっきりしてるのは化け物、ゴーマになった奴らは異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。ああ、まるで地獄の門が開いて、 この世と繋がったみたい。開門の人はよく言ったものよね。そういや、セリカが亡くなったのも開門の日だったな。お前の姉さんはこんな世界で苦しまずに済んでよかったのかもしれんぞ。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？そんなはずないでしょ。例え話だよ。すまん。バカだね、この人は。ごめんよ、ベルベット。 Alles gut, du Hornochse. So, nochmal an den Fanboy da, der meinte, ich hätte dir eine Frage gestellt. Ich hatte dir keine Frage gestellt, sondern du warst ja als erstes im Stream da und ich wollte jetzt sicher gehen, ob der Stream läuft oder nicht. Das ist alles.
Keine Sorge. Ist nichts Großes gewesen. So, hallo, random Mädchen. Rede mit mir. Nee, Berbetto. Life is etto genki ni natta? Mada chotto kana. Zannen. Yoku natta ra, mata Kuwagata o sagashi ni ikkou tte itte oite. Ee, yoroshiku ne. Life setto no byouki, daibu nagai wa ne. Aikawarazu, shuuki teki ni netsu ga deru no. Kusuri o nomu to, skoshi yoku naru nda kedo. Daihen ne. Nani ka tetsudaeru koto ga atta ra itte. Arigato. Kedo, daijoubu. Chikara shigoto wa Aasa nii-san ga yatte kureru shi. Sore ni, nii-san ga kuru made, Serika nee-san wa hitori de atashi to Luffy o sodatete kuretan da kara. Atashi mo ganbaranakya. Yappari shimai ne. Sou iu maemuki na tokoro, Serika ni sokkuri yo. Honto? Sou nara ureshii na. Okay, wir erfahren langsam mehr über diese Celica da. Und zu deiner Frage, Dravomix. Ja, es war Pfirsich. Das Beste natürlich. Eis für Pfirsich schmeckt immer sehr gut. Okay, da liegt eine Truhe. Mach auf. Apfelgelee. Die haben schon... Warte. Apfelgelee? Schon wieder Gelee? Ach, ich dachte, die sind schon wieder hier auf... ja, egal. Auf Gel oder sowas gekommen. Aber scheinbar ist das ja nicht der Fall. So, drei Arten von Schatztruhen sind an verschiedenen Orten in dem Wald versteckt. Jede Truhe enthält eine von drei Arten von Gegenständen. Kupfertruhen, Verbrauchsgüter, Silbertruhen, Standardausrüstung und Goldtruhen, außergewöhnliche Ausrüstung. Und eigentlich sollten die noch eine Truhe drin haben, aber... Das sind Unterschiede von Zestiria und Berseria. Da darf ich jetzt nie wirklich rum... könnt drum reden. Okay, was haben wir hier noch? Muskat. Oh, Schweine! Oder sind das diese Schweine... Das sind auch Schweininchen, genau wie in Tales Auxilia. Das glaube ich doch nicht. Überall wieder diese Schweine. Oh, sag mir nicht, das ist der Speicher. Ja, Alter, sieht der Speicherpunkt geil aus. Du kannst deinen Fortschritt im Spiel speichern, indem du X drückst, wenn du einen Speicherpunkt berührst. Außerdem kannst du beim Erkunden schnell speichern, indem du die Option-Taste drückst, um auf das Pausenmenü zuzugreifen. So, ich würde auf jeden Fall gerne meine erste Save-Data da anlegen, damit wir einen Teil schon mal hinter uns hatten. So, ich habe vor kurzem Autoblazing deinstalliert, weil ich einfach keine Pearls sammeln konnte. Wie bereits gesagt, auch wenn ich das wirklich nicht gerade hier im Stream gesagt habe, es wird mit der Zeit schwerer, Pearls zu sammeln. Das steht natürlich nicht außer Frage. Bediene dich einfach weiterhin mit dem Spiel, hol dir die Login-Bonus. Irgendwann wirst du sie wieder zusammen haben. Außerdem stehen es gerade nicht so heftige Events an, bis auf das schöne Beauty-Sammeln. Wo ich auch inzwischen Hinata gezogen habe. So, Vorbereitung. Gibt es überhaupt einen Shop? Ich habe bis jetzt nicht wirklich einen Shop gesehen. Aber Moment, da ist ein Shop, ich Blindfisch. Meine Güte, ich hätte mich fast nicht an Velvets Idee hier gehalten. So. Was verkaufst du denn? Apfelgelee. Aber mehr auch nicht. Haben wir überhaupt viel? Im Besitz haben wir gerade vier und wie viel? Ne, da behalte ich mein Geld. Ne, Velvet braucht natürlich nicht so viele Heil-Items. Das ist überflüssig. So, wie werden wir noch mit dir reden? ゴーマ病は聖主様が下された罰なのじゃ。祈りを忘れた、わしら人間への。聖主?世界は死中の聖主様によって形作られ、一中の聖主様に沈められる。恐れよ、矛盾の法話を。されば、沈めの時来たらん。大丈夫? 家まで送る?何の?子供扱いするでない。ならいいけど。ああ、ベルベットへ。岬に行くなら気をつけるんじゃぞ。沈めの祠に落ちないようにでしょ?分かってるわよ。子供じゃないんだから。そうじゃった。お前ももう13歳だものな。16なんだけど。16歳。OK。
Gut zu wissen, dieser Fakt wurde mir bis jetzt nie wirklich veröffentlicht. Sei gegrüßt, Rillekopf. Zu der nächsten Frage hier bezogen auf Blazing nochmal. Die Pearls, die sammle ich halt entweder normal hier durch Raid-Events. Natürlich müsstest du halt schon eine gute Charaktere ausgerüstet haben, falls du welche hast, weil an sich wird das sowieso schwieriger sein. Und etwas, was ich an sich nicht wirklich empfehlen kann, das hatte ich zum Beispiel beim letzten Sum-Video gemacht bei Hinata, weil es nur Hinata war, ich habe Sünde begangen und habe ein bisschen Geld investiert. Ist nicht gut, solltet ihr nicht tun. Weiser Rat von mir. So, aber wir haben ja alles ist umgesehen, was wir hier zum Umsehen hatten. Und ich würde auch demnach sagen, gehen wir jetzt auch raus. Und, ist noch jemand im Stream reingekommen? Ich glaube, bis jetzt sonst noch niemand, bis auf Nico Flash. Hallöchen. Und Sammelboy, hi. So, Rockkappe, ja natürlich, abgelesen wichtig, das ist immer so der Standard-Highlight-Item hier. So, wir sind jetzt hier im Ruhewald. Und ich sehe zwei Sterne, das heißt, es müssten Story-Sequenzen sein. Holy moly. Mir gefällt das schon hier wirklich. Mir gefällt das wirklich sehr. Kann ich da nicht raufgehen? Das Spiel sagt mir, ich kann nicht raufgehen. Spiel, warum darf ich nicht raufgehen? Ich war voll neugierig. So, aber jetzt werden wir erstmal ein paar Stachelschweine suchen, denn ich habe voll Bock auf leckeres Schweinefleisch hier. Zumindest habe ich jetzt gerade wirklich ein bisschen Hunger, also es ist ein bisschen belastend. Zeit zu essen! Om nom 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 nom! Und hier schon wieder das erneute Tutorial, was wir eigentlich sogar schon aus dem Demo-Part hatten. Aber eine Auffrischung vom Auffrischung ist eine gute Auffrischung. So, Ausführen von Combo-Angriffen hängt davon ab, wie viele Seelen die einzelnen Charaktere gerade besitzen. Das sind, wie schon gezeigt, unsere Exhausting-Anzeige. Ich nenne es immer noch Exhausting-Anzeige. Ist für mich halt besser einzubringen als Seelenanzeige. So, natürlich hier starre Schweine. Hier wirst du instant vernichtet. Aber der hat irgendwie keine HPs verloren. Warum hast du keine HPs verloren? War mein Fuß nicht mächtig genug? So, wenn du Gegner betäubst, besiegst oder mit Statuskrankheiten belegst, kannst du Seelen erhalten, mit denen du mehr Kombos ausführen kannst. So, betäube den Feind und okay, dann friss hier meine Standard-Kombo. Und natürlich habe ich schon wieder keine Seelen mehr. So. Nimm das, du Stachelschwein. Bereite dich auf die endgültige Vernichtung vor, denn ich kick dich wieder schön ins Nichts. Okay, sie... Er hat auf jeden Fall schon jetzt Talent mit dieser Waffe. Sehr gut, und wir haben unseren ersten Gegner besiegt. Ein starres Schwein und es gäbe kein Essen für uns, weil wir es erstmal nach Hause schleppen müssen. Was war da gerade? Ich habe den Titel nicht gelesen. Zukunft der Stachelschwein, okay.問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし。けど可愛すぎてちょっと食べにくいかも。 Ich bin nicht zufrieden mit dem Namen, Velvet. Du brauchst ein bisschen mehr Kreativität, weil ich möchte keine Quietschweine essen. Wie würde sich das anfühlen, als würde ich gerade bei so eine Gummiente abbeißen? Lol. Ah, es haben schon wieder solche Passagen. Das erinnert mich schon ein bisschen an Hysteria mit diesem Windreiten-Modus hier. So, Choro, bist du zufälligerweise Storm 3 Full Burst auf Steam? Ja, tue ich. Ich habe es aber noch schon lange nicht mehr angerührt, weil ich habe das Story durchgemacht, weil ich hatte das eigentlich alles schon auf der PS3 gemacht und wollte mich damals hier so ein bisschen mit Modding beschäftigen. Hat aber nicht wirklich so hingehauen, wie ich es mir gewünscht habe. So, starre Schwein! Komm zu Papa! Artes verbrauchen, Sehengrad, SG. Also halt die Maximum-Anzeige, die wir haben. Fällt dein SG auf 0, kannst du zwar noch angreifen, aber wenn du verteidigst, wirst du zurückgeworfen. Oh Gott, das ist belastend.
Erlöse eine Combo aus, bis dein GSG. Okay. Hier, möchte mich leer machen. So. Benutze L1, um zu verteidigen. Ja, das mache ich ja auch sehr die ganze Zeit über. Und das verringert natürlich den Schaden und, ja, Kameraposition mit geändert. Das brauche ich jetzt nicht wirklich erklären, das habe ich die ganze Zeit über schon gemacht. So, los, greif mich nochmal an. Trau dich, starre Schwein. Also, dauerhaft draufschlagen, Velvet. Habe ich das richtig interpretiert? Ich denke schon. Ah ja, wie wir uns immer noch durch den ganzen Anfang hier durchschlagen müssen. Oh mein Gott, wie geil. Weißt du das Spiel? Oder das, was ich gerade erzählt habe? Was haben wir denn da hinten rumliegen? Nichts Spezielles, okay. Und hier haben wir auf jeden Fall wieder so einen Speicherstand und da ist schon wieder dieser komische Tempel da, der in Erwähnung gezogen wurde. LOL! Ich hab das Gefühl, ich spiele gerade Zestiria. Da ist auch schon wieder so eine Wand, die ich nicht betreten kann. So, natürlich wird hier auch wieder abgespeichert, weil ich ja so ein kleiner Speichersuchti bin. So. Ich finde es aber auch gerade gut, wie jedes Mal hier beschrieben wird, wo wir uns gerade befinden, was wir gerade tun müssen und wie das natürlich betitelt wird. Wobei, in Zestiria wurde es ja eigentlich auch betitelt, aber ich weiß nicht, hier ist es schon übersichtlicher, finde ich. Holy moly, ich würde es gerne begrüßen, den Stachelschwein noch nicht zu jagen. Denn ich sehe gerade, dass ich mit dem Tempel da hier irgendwie reden kann, beziehungsweise ich sehe da so ein Ausrufezeichen. ここは地獄に繋がってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。 Okay, wir dürfen uns also nicht zu diesem Loch da nähern. Dann würde ich mich hier gerne umsehen, ob ich hier ein paar Items abstauben kann. Hier müssen bestimmt irgendwelche Truhen gammeln oder irgendetwas ähnliches, was ich persönlich gebrauchen könnte. Nicht aber wieder Knoblauch oder so? Das habt ihr doch schon randomly irgendwie am Dorf gehängt. Mensch. So, wie sieht's mit dem Bereich außerhalb aus? Ja, Entschuldigung. Ah, da, das ist sag ich doch, ne? Beinwell. Beinwell, haben wir gefunden. Bin so gut. Noch mehr. Beinwell. Wir fänden hier nur Beinwell. Was sind eigentlich Beinwells? Irgendwie eine Art Fell? Oder so? Kann mir gerade nichts anderes unter diesem Namen hier vorstellen. Also ich fand's geil, dass du das Spiel auf Steam besitzt. Naja, auf dem PC wird sie auch sowieso um Weiten besser laufen als auf der PS3. War zu der Zeit halt einfach Fakt. So, starres Schwein! Nein, geh weg. So. Okay. Inzwischen beherrschen wir jetzt aber auch die ganze Basis hier. Und ich gewöhne mir gerade die ganze Zeit an ihre Special Ability einzusetzen, aber sie besitzt das ja noch nicht. Also es ist natürlich wieder dieses typische Angreifen, Angreifen und Blocken. Angreifen und Blocken. Angreifen und Blocken. Also dann, ab nach Hause. Wir haben unseren Job getan. Habe ich überhaupt die XPs gekriegt? Das würde ich jetzt mal gerne... Oh, ich habe vergessen, sie auf manuell zu stellen. Ich bin voll Idiot. So, Status. Kann ich hier nicht irgendwie... Ja doch. Okay, wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Okay. Brauche ich doch 47 Punkte. Vielleicht kommen wieder ein paar Stachelschweine auf dem Rückweg. Das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Hättest du was dagegen, es mal in einem Stream zu spielen? Müsste es mir mal überlegen, weil es gibt es mit, also jetzt mit Ausnahme von uns beiden jetzt in dem Fall, gibt es nicht wirklich viele Leute, die das auch auf Steam besitzen. Und ich würde es normalerweise immer auf dieser Plattform da streamen, wo es halt die meisten Leute haben. Logischerweise gesehen.
Und mal schauen, was sich da einrichtet. Ja, starres Schwein. Ich will mein Level up haben, bevor wir wieder zurückgehen. So, und natürlich ziehe ich wieder wie so ein Bekloppter. So. Oh Gott, meine Anzeige ist schon wieder im Arsch. So, aber jetzt sollte das reichen. Und blocken und wieder angreifen hier und stirb. Mit einem Backflip. Noch kein Level up. Sollte aber bald anstehen. Die Tür habe ich da schon geöffnet. So. Ist ja klar, trotzdem cool. Können wir mal machen, ne? Ich schau mal, ich sehe mal, ob ich das irgendwann mal irgendwie randomly einrichten kann, wenn ich gar nicht wirklich viel zu tun habe oder so. So, aber erstmal werden so lange hier Stachelschweine gejagt, bis ich auf Level 4 bin. Sonst sehe ich keinen Grund, hier einfach randomly aufzuhören. Komm her, Stachelschwein! Face me! Oder halt nicht! Face me not! Okay, ich würde mal sagen, einer wird noch verkloppt. War da nicht gerade noch einer? Da war noch einer! Ich weiß es! Ich bin nicht blind! So blind bin ich jetzt oder auch wieder nicht. あんたたちもしかして私が勝ったウリボーの Okay, wir haben scheinbar die Eltern von den kleinen Stachelschweinen gefunden, die wir gerade zerlegt haben. Mann, sind wir gute Leute. Okay, verborgene Artis setzen auf Schaden- und Angriffsreichweite, aber die verbrauchen mehr SG als Kriegsartis. Sengende Schneide ist effektiv gegen Bestien. Erlange einen Vorteil, indem du die Schwachpunkte deines Gegners ausnutzt. Wollte gerade sagen, haben wir jetzt eine neue Arte gekriegt? Ja, haben wir wirklich. Würde ich dann in dem Fall schon gerne hier als First Attack reintun. So, habe ich jetzt gemacht und stirb an alter Schwäche. Sehr gute Arbeit. Dann wird es jetzt Zeit, einen Haufen voller Stachelschweine zu erledigen. Und diesmal hoffe ich mir ein Level up. So. Und stirb. Ich sagte, und stirb. Durch meine Flammen. Okay. 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 Dreck. Die machen mir jetzt aber auch nicht wirklich viel Schaden. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts verloren. Meine HP sind immer noch auf 528. Sharit! タイマシの技! ジフと不安、敵への同情、勝利の歓喜。 お前は感情が豊かすぎる。 それではいつか破滅するぞ。 ああ、この子の長所でもある。え?分かってるさ。だがそれでは。兄さん?アーサーの戦勲その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい!ともかく、これでライフセットの薬代を払えるだろう。 売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に?会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ。村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん。 ゴーマが来たって、私が。ゴーマと戦えるのは、タイマ氏の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。
私も慣れないのかな、タイマシに。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。タイマシになるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。